Willkommen zurück zu Bhavani Yoga. Heute üben wir eine Sequenz für Stärkung des Rückens und Entspannung im Bauch für mehr Charisma in deinem Leben. Bringe die Hände vor die Brust, atme tief ein, ausatmen, rolle die Schulter nach hinten, unten, entspanne die Schulter, bleib gerade, setze eine Intention für heutige Yoga-Praxis, einen positiven Wunsch. Zum Beispiel, ich bin glücklich. Atme tief ein und aus hier. Mit der nächsten Einatmung steckst du die Arme nach oben, rollst du Brust nach oben. Ausatmen, beugst du dich tief nach unten, Hände nah an deinen Füßen. Einatmen, mach Rücken lang. Und ausatmen, bringe dein rechtes Bein nach hinten, rechtes Knie am Boden, die Arme über vorne nach oben strecken. Ausatmen, tiefer in dein Knie senken und senke die Fingerspitzen neben deinem linken Fuß. Einatmen, hebe die Arme tief, einatmen, Brust heben. Ausatmen, Hände zum Boden. Einatmen, die Arme über vorne nach oben. Ausatmen. Die Hände vor die Brust und senke die Arme, drehe dann dich zur linken Seite, rechte Ellenbogen an den linken Knie Außenseite. Aktiviere etwas deine Bauchdecke und drehe dich etwas tiefer, linke Ellenbogen mehr nach links drehen. Bleibe in der Drehung, atme ein, atme aus. Einatmen, setze deinen rechten Fuß auf und strecke, wenn du magst, dein rechtes Bein aus. Bleibe in dieser Drehung. Wenn du magst, öffne die Arme, linke nach oben, rechte nach unten, Richtung Boden. Bleibe in der Drehung, spüre deinen Bauch. Spüre zu deinem Bauch, decke deine Mitte. Bringe die Hände zurück zur Brust und dann zum Boden, zur Mitte. Beide Beine nach hinten strecken, festen Bauch. Brettposition, halte hier, ausatmen, senke Knie zuerst, dann Brust und Kinn zur Erde, Ashtanga Asana, einatmen, rolle Brust in die Kobra, ausatmen, über die Knie oder mit gestreckten Beinen in nach unten schauender Hund, Adho Mukha Svanasana. Hier kannst du die Beine etwas beugen und wieder strecken. Vergesse nicht, dass dein Rücken gerade verläuft und die Schulter geöffnet sind. Und dann strecke beide Beine aus, komme nach unten schauender Hund. Rotiere die Oberarme nochmal auseinander, atme tief ein. Stecke dein rechtes Bein weit nach oben. Ausatmen, beuge dein rechtes Knie, setze deinen rechten Fuß zwischen die Hände, linken Fuß flach und komme wie in einem Tanz. Zu Krieger, zwei Positionen, beide Arme vorne und hinten gestreckt, wenn möglich, rechtes Bein tief gebeugt, möglichst 90 Grad Winkel oder Oberschenkel parallel dem Boden. Einatmen, kommen in friedvoller Krieger, rechter Arm geht nach oben, linker nach unten, zu linken Bein. Und dann komme zurück in Seitwinkel. Rechter Unterarm auf rechten Knie, linker Arm am Ohr vorbei und nochmal, wie ein Tanz, friedvoller Krieger, Seitwinkel. Einatmen, friedvoller Krieger, öffne die Brust, Bauch aktiviert, ausatmen, Seitwinkel, Bauch aktiv in jeder Position. Einatmen, bringe deine linke Hand hinter deinen Rücken und vielleicht auf rechten Oberschenkel. Bleibe hier oder senke deine rechte Hand zum Boden. Öffne deine linke Schulter mehr. Bleibe in der Drehung. Spüre halb aktivierten Bauch. Wenn du magst, versuche rechter Arm unter den rechten Bein. Greife hinter dir. Finger ineinander. Aber öffne deine linke Schulter mehr. Beuge dich tiefer mit dem Kopf nach unten. Spüre, dass dein Bauch halb angespannt ist und dein Rücken sehr flexibel.
Atme hier tief ein, dein rechtes Bein vielleicht gestreckt, wenn es geht. Bringe beide Hände dann zurück zum Boden. Bringe deinen linken Fuß etwas näher zu dir. Stecke beide Beine aus, rechte Hand zum Boden, linke nach oben. Trikonasana Dreieck. Deine rechte Hand kann auf Schienbein liegen, auf dem rechten Fuß oder auf dem Boden hinter oder vor deinem Fuß. In der Position ist Bauch stark aktiviert. Öffne deine linken Schulter ein bisschen mehr. Senke deinen Blick nach unten, ausatmen. Bringe beide Hände zum Boden, bringe deinen linken Fuß etwas näher. Beide Fußspitzen zeigen nach vorne, beide Hüfte zeigen nach vorne. Wenn das nicht der Fall ist, dann ändere das. Stecke deinen Rücken lang, einatmen, komm auf die Fingerspitzen, ausatmen, beuge dich über dein rechtes Bein. Bleibe hier, spüre nochmal, dass beide Hüfte nach vorne zeigen und Bauch in der Position ist halb entspannt oder ganz entspannt, wie im Vorwärtsbeuge. Atme tief ein, spüre jede Position, spüre jetzt deinen Rücken entspannt, Bauch entspannt. Komm auf die Fingerspitzen, einatmen, lange Rücken. Ausatmen, hebe langsam dein linkes Bein, gestreckt nach oben, soweit es geht. Vielleicht probierst du etwas mehr zu heben, vielleicht probierst du mit einer Hand deinen Fuß oder Wade zu greifen. Schau, ob das möglich ist. Und dann hebe dein linkes Bein etwas höher, noch etwas höher, strecke dein linkes Bein aus. Bei der nächsten Ausatmung beugst du dein linkes Bein, kommst du mit Fingerspitzen etwas mehr nach vorne, beugst du und ziehst du dein linkes Knie unter den rechten und wie eine Spirale gehst du nach unten, setzt du dich tief in Drehposition. Beide Gesäßhälften auf dem Boden, rechtes Bein über das linke, drehe dich nach rechts und bringe deinen linken Ellenbogen, linker Arm außen an deinem rechten Knie, rechte Hand hinter dir und mit jeder Ausatmung drehe dich tiefer, mit jeder Einatmung werde länger. Einatmen und Ausatmen in deinem Atemrhythmus. Schau, dass beide Gesäßhälften auf dem Boden sind. Einatmen, stecke die Arme nach oben zur Mitte. Ausatmen, gegenbewegen zur linken Seite. Komme nach vorne, bringe die Hände in den Boden und wie eine Spirale komme zurück in Spagatposition und setze deinen linken Fuß einfach neben den rechten. Füße etwas auseinander, rolle dich langsam nach oben, strecke die Arme nach oben, greife mit der rechten Hand linken Handgelenk und beuge dich zur rechten Seite. Schiebe fester deinen linken Fuß in den Boden, Bauch aktivieren, auch in dieser Position atme, verbinde dich mit deiner Position durch deinen Atem. Bleibe hier, spüre die Länge in der linken Seite. Einatmen, komme zur Mitte. Ausatmen, greife um linke Hand, greife rechte Handgelenk. Beuge dich zur linken Seite. Ausstrahlung in der rechten Seite. Spürung, rechter Fuß fester in den Boden. Ein- und ausatmen. Spüre, wie dein Atem ruhiger wird. Aktiviere immer deinen Bauchdecke. Komme zur Mitte, einatmen. Und ausatmen, Hände vor die Brust, senke die Arme, Tadasana, Bergposition. Ein- und ausatmen, bringe die Hände vor die Brust, atme aus. Einatmen, strecke dich nach oben, Brust weit öffnen. Ausatmen, beuge dich nach unten, Hände neben den Füßen. Einatmen, Rücken lang. Ausatmen, linkes Bein geht nach hinten, linkes Knie am Boden. Komme mit den Armen über vorne oder über die Seite nach oben. Ausatmen, senke die Fingerspitzen vorne neben deinem rechten Fuß. Einatmen, hebe die Brust, hebe die Arme. Ausatmen, Fingerspitzen zur Matte. Einatmen, nach oben. Ausatmen, zur Matte. Einatmen, bringe die Arme nach oben nochmal.
Ausatmen, Hände vor die Brust und dann senke die Hände etwas tiefer zur Brust. Drehe dich nach rechts, linker Ellenbogen zur rechten Knieaußenseite. Mit Einatmen aktivierst du etwas deine Bauchdecke, ausatmen, vielleicht minimal mehr Drehung zur rechten Seite. Atme, verbinde dich in der Position mit dem Atem, setze deinen linken Fuß auf und strecke dein linkes Bein aus. Öffne, wenn du magst, beide Arme nach oben, nach unten, geh dadurch tiefer in die Drehung. Vergesse nicht, dass deine Konzentration dem Bauch und Rücken gehört. Einatmen, komme zur Mitte, beide Hände zum Boden. Bringe beide Beine nach hinten in den nach unten schauenden Hund. Streck und reck dich hier, atme ein und aus. Kannst du die Knie bewegen, kannst du einfach in dem Hund bleiben. Rücken lang, die Oberarme nach außen rotieren, Kopf gesenkt nach unten. Fersen nah zum Boden, zur Matte. Entspanne deine Gedanken, einatmen, rolle in das Brett, Bauch hier aktiv. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn zur Erde. Einatmen, rolle die Brust in die Kobra. Ausatmen, setze die Füße auf, nach unten schauender Hund. Adho Mukha Svanasana. Denke an deine Finger, die sind weit gespreizt. Einatmen, linkes Bein nach oben, linken Fuß nach vorne zwischen die Hände, rechten Fuß flach. Komme wie in einem Tanz zu Krieger, zwei Positionen. Stecke die Arme, linke nach vorne, rechte nach hinten. Gehe tiefer in dein linkes Knie. Atme ein, beginne zu tanzen. Mit Einatmen friedvoller Krieger. Hebe deinen linken Arm nach oben, senke deinen rechten Arm nach unten zum rechten Bein. Beim Ausatmen gehst du in Seitwinkel, linker Unterarm auf linken Oberschenkel, schwinge deinen rechten Arm am Oberbein, drehe dein Gesicht nach oben. Einatmen, friedvoller Krieger, ausatmen, Seitwinkel. Einatmen, friedvoller Krieger. Tiefer in dein Knie gehen, Bauch aktiv. Ausatmen, Seitwinkel, Bauch bleibt aktiv. Senke deine rechte Hand hinter deinem Rücken, vielleicht auf linken Oberschenkel hinter dir. Blick geht nach oben und du senkst, wenn du magst, deine linke Hand zum Boden. Vielleicht sogar greifst du unter dem Bein deine Finger ineinander und drehe aber deinen Kopf nach oben. Atme tief ein, atme aus, einatmen, ausatmen, Blick nach unten und senke deine Brust etwas tiefer nach unten, bringe beide Hände zum Boden, drehe dich etwas mehr nach vorne und komme von hier in Trikonasana. Senke deine linke Hand auf Schienbein, auf Wade oder auf dem Boden, vorne oder hinter dem Fuß. Rechter Arm geht nach oben, Blick geht nach oben, Bauch ganz aktiv, Beine ganz gestreckt. Blick geht nach unten, ausatmen, beide Hände zum Boden, bringe deinen rechten Fuß etwas mehr Nähe zu dir. Zu deinem linken Fuß, beide Fußspitzen zeigen exakt nach vorne, beide Hüfte zeigen nach vorne, einatmen, lange Rücken, ausatmen, beuge dich über dein linkes Bein. In diesem Moment kannst du Bauch halb oder vollkommen entspannen. Dein Kopf geht Richtung Schienbein oder Knie, einatmen, hebe deinen Blick, bringe die Fingerspitzen etwas mehr nach vorne, hebe dein rechtes Bein mehr nach oben, soweit es geht. Probiere mehr nach oben zu bringen. Noch ein bisschen mehr. Strecke dein rechtes Bein, beuge dich über dein linken Bein und vielleicht greifst du mit linker Hand deine linke Wade. Oder auch nicht. Schau, was möglich ist. Rechtes Bein noch ein bisschen höher und dann beuge dein rechtes Knie aus, atmen, ziehe dein rechtes Knie hinter deinem linken Knie und komme wie eine Spirale nach unten zum Sitzen,
linker Fuß über dein rechtes Knie, beide Gesäßhälften am Boden einatmen, die Arme nach oben strecken, ausatmen, dreh dich nach links, linke Hand geht hinter dir, rechte gegen linken Oberschenkel oder Knie. Mit jedem Einatmen spürst du die Länge. Mit jedem Ausatmen Bauch etwas aktiver und komme in die Drehung. In Drehposition Bauch zur Hälfte aktiv. Du kannst Bauch auch entspannt halten oder probieren etwas mehr aktivieren. Spüre aktiven Bauch. Atme. Einatmen, stecke die Arme nach oben zur Mitte. Ausatmen, Gegenbewegung zur rechten Seite. Einatmen, komme zur Mitte, entknotte die Beine. Hebe dein rechtes Bein nach oben, nochmal in Spagat und setze deinen rechten Fuß neben den linken. Einatmen, rolle nach oben so langsam wie du kannst. Stecke die Arme nach oben und greife mit der rechten Hand dein linken Handgelenk, drücke deinen linken Fuß in den Boden und beuge dich zur rechten Seite. Linke Seite ausstrahlen lassen, linker Fuß fester in den Boden. Ein- und ausatmen, verbinde dich durch den Atem mit jeder Asana. Spüre die geschmeidige Wirbelsäule, komme zur Mitte, einatmen, greife um linke Hand, rechte Handgelenk und beuge dich zur linken Seite. Spüre, wie deine Wirbelsäule in jede Richtung geschmeidig sich bewegen kann. Atme. Spüre die rechte Seite ausstrahlend. Drücke rechter Fuß fest in den Boden. Einatmen, komme zur Mitte. Ausatmen, bringe die Hände vor deinem Herz. Tadasana-Position. Atme hier ein. Senke die Arme in Tadasana. Oder lasse die Hände vor der Brust. Tief einatmen, ausatmen. Bauch halb aktiv. Aktiviere deinen Bauch noch mehr. Bringe die Hände vor deinem Herz. Einatmen, strecke dich nach oben. Ausatmen, beuge dich nach unten. Einatmen, Rücken lang, halbe Vorbeuge. Ausatmen, rechtes Bein geht nach hinten. Komme hoch für High Lunge. Spüre deinen Balance, hier stecke die Arme nach oben, tiefer in dein Knie gehen, rechtes hinteres Bein ist gestreckt, Bauch ganz aktiv, bringe die Hände jetzt vor die Brust und drehe dich zur linken Seite, rechte Ellenbogen an den linken Knie oder Oberschenkel Außenseite, linker Ellenbogen geht etwas nach oben, Blick geht nach oben. Aktive deinen Bauch und komme etwas tiefer in die Drehung. Öffne die Arme nach oben, nach unten wie zwei große Flügel. Und ausatmen wie ein Tanz, komme zu Krieger 2. Rechter Fuß fest in den Boden, flach. Beide Arme gestreckt, einatmen, strecke dein linkes Bein. Ausatmen, drehe deinen linken Fuß parallel den rechten. Einatmen. Halbe Vorbeuge, ausatmen, volle Vorbeuge hier, beuge dich über beide Beine, setze feste deine Füße in den Boden und beuge dich nach unten, bringe dann deine linke, bringe deine rechte Hand nach unten, linke nach oben und vielleicht gehst du noch weiter, du bringst deine linke Hand zu, rechte Hand zu linken Fuß. Und beugst du Ellenbogen, drehst du deinen Kopf mehr nach oben, linker Arm geht nach oben. Mit dem nächsten Einatmen komme zurück zur Mitte. Beide Hände zum Boden, Rücken lang. Lasse deine linke Hand in den Boden und hebe deinen rechten Arm nach oben. Zuerst parallel zueinander. Und dann geh mit der linken Hand zu rechten Fuß, beuge deinen linken Ellenbogen mehr und komme tiefer in die Drehung. Gesicht nach oben, spüre die Drehung in der Bauchregion, in der mittleren Rückenregion. Spüre dich geschmeidig, spüre diese Transformation in jeder Position. Bringe beide Hände nach unten zur Mitte. Komme
Mit Fingerspitzen nach vorne, bringe beide Beine nach hinten. Brettposition, lege ab oder Chaturanga Dandasana, komme dann in nach oben schauender Hund und nach unten schauender Hund. Oder über deine Vinyasa. Atme tief ein und aus in dem Hund. Schau nach vorne, springe nach vorne und setze dich auf dein Gesäß. Stecke die Beine nach vorne. Einatmen, hebe die Arme wie Stockposition. Ausatmen, beuge dich nach vorne in die Vorwärtsbeuge. Paschimottanasana. Entspanne deinen Kopf nach unten. Vielleicht gelingt dir, deine Knie zu küssen. Paschimottanasana, Kniekuss, Vorwärtsbeuge. Hier entspanne deine Bauchdecke. Spüre, dass du geknickt bist, gerade in der Mitte deines Körpers. Einatmen, stecke die Arme nach vorne, weit über die Füße hinaus. Stecke die Arme nach oben, senke die Hände hinter dir, setze die Füße auf und hebe dein Gesäß in Tischposition. Hebe dein Gesäß vielleicht ein bisschen mehr, atme tief ein. Und ausatmen, senke dein Gesäß nach unten, kreuze die Beine, öffne die Knie, bringe die Füße zueinander, bringe die Hände auf deine Knie. Über hier eine Schmetterlingposition, zuerst die Knie etwas nach oben, nach unten bewegen, dann beuge dich über deine Füße, bringe die Ellenbogen an deine Schienbeine. Nochmal Bauch vollkommen entspannt hier. Rücken rund, Nacken rund. Kannst du Kopf tiefer entspannen. Einatmen, rolle dich nach oben. Kreuze hier die Beine. Und rolle dich nach oben. Bringe die Füße fest in den Boden. Und rolle dich nach oben in Tadasana Position zum Stehen. Einatmen, die Arme nach oben strecken. Ausatmen, drehe dich nach rechts, beide Arme öffnen, Füße fest in den Boden. Einatmen, zum Mitte, Arme nach oben strecken. Ausatmen, drehe dich nach links, beide Arme in Schulterhöhe. Füße fest in den Boden, einatmen, komme zur Mitte, ausatmen, drehe dich nach rechts nochmal. Füße fest in den Boden, einatmen, komme zur Mitte, ausatmen, drehe dich nach links, Arme in Schulterhöhe, Bauch aktiv. Einatmen, komme zur Mitte, Arme strecken, ausatmen, beuge dich tief nach unten. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, linkes Bein geht nach hinten, linker Fuß steht auf Fußballen, komme hoch für Anjani Asana oder High Lunge. Linkes Bein gestreckt, bringe die Hände vor die Brust und drehe dich nach rechts. Linke Ellenbogen an den rechten Knie Außenseite. Einatmen, aktiviere deinen Bauch, ausatmen, öffne die Arme für mehr Drehung. Bauch hier aktiv, atme tief ein und aus. Spüre deinen Bauch, deine geschmeidige Wirbelsäule. Blick geht zur rechten Hand, einatmen, komme zur Mitte, beide Hände zum Boden. Linken Fuß fest in den Boden, flach komme wie ein Tanz zu Krieger, zwei Positionen. Denke, dass die Arme in einer Linie sind, in einer Linie mit den Schultern. Geh tiefer in dein Knie. Stecke dein rechtes Bein, drehe deinen Fuß parallel zu dem linken. Bringe die Hände in die Hüfte und jetzt drehe die Füße nach außen. Setze dich tiefer. Beuge die Knie nach außen in einer Linie mit den Füßen. Beuge deinen rechten Ellenbogen und drehe dich zur rechten Seite. Spüre die Wirbelsäule gedreht. Komme zur Mitte langsam, beuge deinen linken Ellenbogen, dreh dich zur linken Seite, spüre die Wirbelsäule gedreht,
Einatmen, komme zur Mitte, noch einmal rechten Ellenbogen beugen, dreh dich zur rechten Seite, blick nach oben, dreh dich zur Mitte, linken Ellenbogen beugen, dreh dich nach links. Komme zur Mitte, Knie beugen, noch einmal zur rechten Seite, noch tiefer drehen, zur Mitte und zur linken Seite drehen, linken Ellenbogen beugen. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, strecke die Beine, laufe mit den Händen zu deinem rechten Fuß, beide Beine nach hinten, komme in das Brett. Chaturanga Dandasana, fast bis zum Boden gleiten, nach oben schauender Hund, nach unten schauender Hund oder deine Vinyasa. Oder geh direkt in nach unten schauender Hund, hier Bauch aktivieren, Kopf entspannen. Gesäß hoch, Fersen tief. Und schau nach vorne, springe zwischen die Hände, setze dich auf dein Gesäß, strecke wieder die Beine aus. Diesmal beuge dein rechtes Knie, bringe deinen rechten Fuß zur linken Oberschenkel für Yanga Shushasana Position, halbe Vorbeuge. Aber drehe dich nach rechts, bringe deine linke Hand auf rechtes Knie, hebe deinen rechten Arm und senke dich zu linken Bein. Rechtes Bein, rechten Arm gestreckt, linken Arm möglichst gestreckt. Blick geht nach oben über deinen rechten Arm zum Himmel. Links Bein aktiv, bleibe hier, spüre die Drehung. Einatmen, komme zur Mitte, hebe dich. Dreh dich zur Mitte, beide Beine strecken, andere Seite, linkes Bein beugen, linke Fußsohle zur rechten Oberschenkel, dreh dich zur linken Seite sanft, rechte Hand auf linken Knie, linken Arm am Ohr vorbei und senke dich tiefer zur rechten Bein. Rechtes Bein aktiv geflext, Fuß geflext. Bleibe hier, spüre die Drehung, vielleicht noch mehr dein Achsel nach links oben öffnen. Atme in den Bauch und spüre dein volles Charisma aktiviert in dir. Spüre dich liebevoll und entspannt. Einatmen, komme zur Mitte, drehe dich zur Mitte, beide Beine nach vorne strecken und setze dann die Füße nah zu deinem Gesäß. Bringe deinen rechten Fuß, Fußgelenk auf linkes Knie. Und bringe deinen linken Fuß nah zu dir, gleichzeitig mit den Händen etwas mehr Gesäß nach vorne schieben. Und hier in dieser Taubenposition im Sitzen bleiben. Entspanne in der Position deiner Bauchdecke, deinen Rücken, unterstütze dich mit den Händen, atme in diese Hüftöffnung. Ein und aus. Dann wechsle die Seiten, setze die Füße auf, bringe deinen linken Fuß, Fußgelenk auf rechten Oberschenkel und bringe die Füße etwas näher, bringe dein Gesäß näher zum Fuß und Fuß näher zum Gesäß, die Hände nah zum Gesäß. Bleibe in der Position, linker Fuß ist aktiv, Bauch entspannt, Rücken aber gerade, Rücken gerade, Brust offen. Atme ein und aus. Spüre diese Taubenposition im Sitzen. Bringe die Füße wieder zum Boden. Bringe die Füße etwas weiter nach vorne und rolle dich langsam mit gebeugtem Knie auf deine Matte. Ziehe die Knie zur Brust. Greife mit beiden Händen deine Knie. Mache dich kompakt. Jetzt schlage dein linkes Bein über das rechte, mach ein Hopser mit der Hüfte zur linken Seite und senke beide gebeugten Knie nach rechts. Öffne die Arme in Schulterhöhe und drehe deinen Kopf sanft zur linken Seite. Mache dich passiv hier. Spüre in dieser passive Drehung. Entspanne deinen Rücken, Kopf, Bauch, Hüfte, Beine, alles entspannt.
Spüre nur, wie diese Drehung in dir passiert. Komme langsam zur Mitte, entknote deine Beine, zieh die Knie etwas mehr zur Brust. Schlage dein rechtes Bein über das linke, mache einen Hopser mit der Hüfte zur rechten Seite und senke beide Knie nach links. Beide Arme geöffnet in Schulterhöhe oder noch mehr. Drehe deinen Kopf nach rechts und entspanne alles. Gesicht, Rücken, Bauch, Hüfte, Knie, alles entspannt. Spüre passiv in die Drehung. Spüre passiv in deinen Atem und Bauch, in deinen Rücken. Spüre in jeder Position deine Transformation. Drehe die Knie zur Mitte, entknote deine Kniebeine. Ziehe die Knie beide zur Brust, greife mit beiden Händen, hebe deinen Kopf Richtung Knie. Du kannst von Seite zu Seite schaukeln, wie du magst, oder einfach hier bleiben, kompakt. Dann ausatmen wie ein Löwe. Strecke die Arme am Boden aus. Öffne die Handflächen nach oben, strecke die Arme etwas weiter von deinem Körper für Shavasana. Genieße für einen Moment diese Position. Bringe beide Hände flach auf deinen Bauch oder Brust oder beides. Lasse aber die Ellenbogen am Boden. Spüre, wie du atmest in den Bauch. In die Brust. Ohne jegliche Gedanken, einfach spüren. Ohne jegliche Emotionen, einfach spüren. Dein Bauch. Vielleicht pulsieren in deinem Bauch. Einfach spüren. Nichts denken. Genieße diesen Moment Gedankenlosigkeit und Bewegungslosigkeit. Bleibe ganz bei dir. Ganz langsam komme wieder zur mehr tieferen Atmung. Fange an, deine Handgelenke und Fußgelenke zu bewegen in eine Richtung, in andere Richtung. Vielleicht magst du die Arme nach oben strecken, verschränke die Finger ineinander, stecke gleichzeitig die Beine, Füße weg von dir. Dann setze die Füße auf, rolle dich auf deine rechte Seite, mach dich klein und kompakt, umarme dich, wenn du magst, mit Liebe. Und Zuneigung zu dir selbst. Erinnere dich an deine heutige Affirmation und wiederhole die für dich. Komme dann langsam zum Sitzen, kreuze die Beine in bequemer Position, bringe die Hände vor die Brust. Denke dir ein langes, klares Om. Als Dankbarkeit für deine Yoga-Praxis. Die Hände vor die Brust und senke dankbar deine Stirn zu Fingerspitzen. Bedanke dich bei diesem großartigen Lehrer, bei dir selbst. Wir danken dir, dass du mit uns Yoga geübt hast. Wir danken dir vom ganzen Herzen für deine Kommentare, für deine Likes. Teile unsere Videos. Mach Yoga, bleib gesund, bleib glücklich.
und volle Liebe, vor allem zu dir selbst. Spüre nochmal deinen Bauch, spüre die Ausstrahlung in deinem Bauch, lächle dir zu, vielleicht ganz heimlich. Bringe die Hände vor deine Stirn für reine, liebevolle Gedanken. Bringe die Hände vor deinen Lippen für reine, liebevolle Worte. Bringe die Hände vor deinem Herz für reine, liebevolle Gefühle. Namaste, dein Bhavani Yoga.